Hallo mein lieber Stier, ich bin Tanja und ich lege heute deine Tarotkarten für 2022. Du hast hier etwas Besonderes, weil du hast in deinem Reading die 333. Nämlich hast du die drei Schwerter, die drei Stäbe und die drei Kelche. Also das ist sehr interessant. Vielleicht begegnet dir im Jahr 2022 öfter die magische Zahl 333. Vielleicht bringt dir die 3 auch sehr viel Glück, ja? Wir haben im Jänner den Buben der Kelche. Da kann jemand auf dich zukommen, der ein bisschen mit dir flirten will, der ein kleines Gspusi anfangen will, der sozusagen ein bisschen, vielleicht ist es auch nur ein bisschen so Textmessages schreiben, ja? Es ist einfach so ein bisschen eine Flirtstimmung da, aber es ist jetzt nicht, würde ich sagen, die große Liebe, weil das ist eher eine unreife Energie. Das ist jemand, der reinkommt und einfach nur sagt, hey, ja, wie wäre es mit uns zwei? Wollen wir nicht ein bisschen uns auf ein Backelhorn oder so irgendwie, ja. Aber ich weiß nicht, du kannst drauf einsteigen oder nicht, das ist aber auf jeden Fall eher keine ernste Geschichte. Im Februar hast du den Ritter der Schwerter, das ist schon was ganz anderes, da kommt dir jemand zu Hilfe in allen möglichen Situationen, ja. Wenn du dich zum Beispiel ausgesperrt hast, dann würdest du da schnell jemanden finden, der dir hilft, vielleicht krabbelt der Nachbar über den Balkon und gibt dir deine Schlüssel oder irgendwie so, ja. Irgendwas ist da auf jeden Fall, wo dir geholfen wird. Und diese Energie, die kann auch super sein übrigens, wenn du Hilfe brauchst beim Entfernen gewisser Dinge, Situationen oder Personen aus deinem Leben, ja. Wenn du zum Beispiel dein Haus voller Klatter und alten Krimskrams hast, dann würde dir diese Energie hier im Februar helfen, das alles loszuwerden, ja. Im März hast du die drei Kelche, eine Partystimmung ist das hier. Die Leute stoßen miteinander an, das heißt, du hast eine sehr angenehme Situation bezüglich deiner Familie, das muss aber nicht unbedingt deine blutsverwandte Familie sein, das kann natürlich auch deine Familie sein, die du dir ausgesucht hast, sprich deine engsten Freunde, oder es kann auch deine Familie sein, die bereits auf der anderen Seite ist, sprich deine ganzen verstorbenen Familienmitglieder sind da bei dir und feiern mit dir. Hier gibt es irgendeinen Grund zum Feiern, ich weiß nicht, was es ist, ein Geburtstag oder ein Jubiläum oder irgendetwas dergleichen, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Zeit. Im April haben wir die neuen Stäbe, da bist du ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, du denkst dir, puh, etwas hat schon ewig lange gedauert und es zieht sich jetzt schon wirklich hin und du hast eigentlich schon genug davon und deswegen nimmst du hier mit der neuen der Stäbe deinen ganzen letzten Rest an Kraft und Mut noch zusammen, um auch noch das letzte bisschen durchzudrücken. Das heißt, wenn du da jetzt schon seit 1,5 Jahren an deiner Master-Thesis schreibst, ja, dann würdest du sie hier im April endlich fertig machen, weil du hast einfach auch schon genug, ja. Im Mai hast du den, das ist die 4 der Münzen. Die 4 der Münzen ist eine Karte, die besagt, dass hier jemand ist, der entweder, ja, der vielleicht ein bisschen auf dem Geld drauf hockt, der nicht so gut, das ist jemand geiziger, das ist jemand, der nicht so gut Geld ausgeben kann. Vielleicht ist es aber auch jemand, der durch dich lernt, wie man Geld ausgibt, der durch dich ein bisschen weicher wird, dem du ein bisschen beibringst, wie man mit Geld vielleicht etwas weniger furchtsam umgeht. Weil dieser Geiz, der kommt ja aus einer Furchtsamkeit, der kommt ja aus der Angst, man hat nicht genug und deswegen rafft man alles zusammen. Der steht ja auch auf den 2 Münzen mit den Füßen drauf. Also da hast du sozusagen eine Situation, wo einer vielleicht nicht so wirklich Geld hergeben will. Kann natürlich im schlimmsten Fall auch ein Chef sein, der sagt, nee, ich gebe dir das Gehalt nicht, das du willst, ich gebe dir die Hälfte oder so, ja, also das ist dann die schlechteste Ausführung davon. Im Juni hast du dann die 5 der Münzen, wo du dir denkst, wow, das kann doch nicht wahr sein, wieso habe ich da keine Kohle und die anderen, die essen da Champagner, Kaviar, das gibt's doch nicht, wieso bin ich denn da so ausgeschlossen? Das ist aber auch, muss man sagen, kann sein, eine Energie von abgelehnt werden. Vielleicht hast du dich da irgendwo beworben und die Firma sagt, nein, wir nehmen wen anderen. Oder du hast dich an einer, oder du oder dein Kind hat sich an einer Uni beworben und die Uni sagt nein. Und hier ist es aber so, dass man bedenken muss, wenn Gott einem so eine Ablehnung schickt, dann heißt das, das ist ein Schutz für dich und auch eine Umleitung woanders hin. Weil vielleicht wäre ja da, wenn du da aufgenommen worden wärst, irgendwas Schlechtes passiert. Ja, vielleicht wollte dich das Universum hier nur schützen. Also bitte bedenke das.
Im Juli bist du dann sehr in deinem Kopf, da machst du dir große Sorgen, du malst dir das allerschlimmste Szenario aus, das sein kann, ja. Das muss aber nicht sein, weil das ist nur in deinem Kopf. Also du machst dir da wirklich über etwas zu viele Gedanken, ja. Du hast noch genug andere Chancen, aber du richtest hier den Blick eben leider nur auf das, was schlecht ist. Versuche hier ein bisschen im Juli auf das Gute auch zu gucken, ja, damit es dich nicht so runterzieht energetisch. Im August hast du dann eine Herausforderung. Da kommt nämlich die Karte der Teufel raus, ja, und das ist die einzige Major Arcana Karte, die du hier hattest. Und wenn man mit dem Teufel zu tun hat, dann ist das natürlich für den jetzt die ideale Zeit, wo er dich attackieren kann. Warum? Weil du hattest ja vorher in den Monaten diese beiden Karten. Jetzt merkt der, aha, die fühlt sich da ausgeschlossen oder der, und der macht sich da auch zu viel Kopf und ist voller Sorgen. Da denkt sich der Teufel natürlich, aha, da fahre ich doch gleich rein, das ist das perfekte Opfer, ne? So, und dieser Teufel, wie kann der jetzt daherkommen? Der kann daherkommen zum Beispiel in der Form von Versuchungen, ja? Sagen wir, du bist verheiratet und du triffst einen irrsinnig heißen Typ oder eine heiße Frau und dann denkst du dir so, da muss ich aber jetzt, also du kommst da in eine Situation, ja, wo du nicht dich ganz wohl fühlst, ja? Oder du willst 20 Kilo abnehmen und in deinem Büro sitzt dauernd jemand neben dir, der halt ständig Kuchen und Schokolade und Kekse isst und dann vielleicht noch Schlagsahne obendrauf und du denkst dir, ja, wo isst denn der das alles hin? Wie kann das sein, dass der ständig isst und immer schlanker wird und ich brauche den Kuchen nur anschauen und werde schon 10 Kilo dicker? Also das sind so die Situationen, in die man kommen kann. Es kann auch sein, dass du Rauchen aufhören willst und dann hast du aber das Gefühl, mal um mich herum raucht jeder. Das gibt's doch nicht, oder? Genau jetzt, wo ich aufhören will, fangen alle an zum Rauchen. Das ist ja eigenartig. Also du hast so das Gefühl, du wirst ständig mit irgendwelchen Versuchungen geködert um dich herum und hast es ganz schwer, Nein zu sagen. Ja? Aber das ist eben genau die Herausforderung mit dem Teufel. Es kann natürlich auch sein, dass das eine Person um dich herum betrifft. Das würde dann sowas sein wie zum Beispiel, du hast einen Partner und du hast gar keine Addictions whatsoever. Also du hast überhaupt keine Gelüste oder großartige Süchte, aber dieser Mensch eben schon. Und dann musst du gucken, ja, was mache ich denn, wenn ich einen Partner habe, der den ganzen Tag oder das ganze Wochenende vorm Computer sitzt und World of Warcraft spielt oder sonst was, ja, anstatt dass wir gemeinsam was unternehmen, ja, was tue ich denn dann, ja? Also der Teufel kann dich vor eine Herausforderung stellen, ganz egal, ob es jetzt dich betrifft oder den anderen oder die Leute, die um dich herum sind. Ja? Also hier ist eine Herausforderung gegeben, ja? Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du das schaffst und dass du diese Prüfung vom Universum auch bestehst. Warum? Weil im September hast du ja schon die vierte Stäbe, da ist ja schon wieder Party angesagt hier. Das ist ja eine Riesenfeier. Ja? Also entweder jemand heiratet oder es gibt eine Verlobungsfeier, eine Babyshower. Ich weiß nicht was, aber hier gibt es einen fetten Grund zum Feiern. Also vielleicht hast du es ja geschafft, diese 10 Kilo abzunehmen oder das Rauchen aufzuhören. Ja? Es ist auf jeden Fall ein Grund zum Feiern. Im Oktober könnte dann die große Liebe vorbeischauen. Warum? Weil es ist der König der Kelche da. Das ist jemand, der sehr, sehr erwachsen ist. Das ist nicht so wie hier jetzt bei diesem Buben der Kelche, der so einfach nur reinkommt und sagt, hey, wie wär's mit uns zwei Flirterei? Sondern das ist eher so der sagt, du, ich mein's wirklich ernst. Ja? Ich möchte wirklich mein Herz schenken und zwar für lange, lange Zeit, wenn nicht für immer. Und das ist natürlich etwas sehr, sehr Erfreuliches, ja. Wenn das kein Partner ist oder kein Angebot, dann ist es mehr in Richtung, dass du jemanden triffst, wo du weißt, mal auf den kann ich mich 100% verlassen. Das ist ein Mensch, der fühlt sich so in mich ein, der hat nicht mit mir Mitleid, sondern Mitgefühl. Der fühlt wirklich mit mir mit und so einen Menschen zu haben, ist ein Riesengeschenk. Dann im November haben wir die drei Schwerter. Und ich habe dir ja gesagt, du hast eben dreimal die drei. Im März hattest du die drei Cups, hier im November die drei Schwerter und im Dezember die drei Stäbe. Und bei dieser Karte hier, da habe ich am ehesten das Gefühl, dass du normalerweise so rumläufst und dein Herz versteckst. Aber diese Frau da, die deckt das auf. Die sagt so, jetzt habe ich diesen King of Cups da getroffen und jetzt zeige ich dem, wer ich wirklich innen drin bin. Jetzt bin ich da mal ganz offen und verletzlich und zeige dem, was ich da alles für Wunden aus der Vergangenheit einfach mit habe. Und ich hoffe sehr, dass diese Person da sich mir auch öffnet. Ja, so habe ich das hier im Gefühl. Und im Dezember, da bist du dann sehr, sehr glücklich, weil da siehst du schon am Horizont deine Schiffe kommen, ja, also du wartest hier schon, du weißt, es kommt etwas Positives auf dich zu. Das kann jetzt zum Beispiel sein, dass du mit Vorfreude auf etwas schaust, ja, dass du mit Vorfreude darauf schaust, dass du ein neues Projekt startest im Jahr 2023 oder dass du umziehen willst. Es ist auf jeden Fall ein freudvolles Warten hier angesagt im Dezember, ja.
Also du siehst schon erste Erfolge reinkommen. Das heißt, mach dir keine Sorgen. Auch wenn du diesen einen Teufel hier hast. Ja, Teufel kann ja auch im simplesten Fall bedeuten, dass du einfach nur eine Person um dich herum hast, die zufällig ein Steinbock ist. Ja, kann auch sein, weil der Teufel ist nichts anderes als die Major Arcana Karte vom Steinbock. Ja, also bitte mach dir da nicht zu viele Sorgen. Raus aus dem Kopf im Juli auf jeden Fall. Diese ganzen Horrorszenarien, die du dir da vorstellst, die brauchst du nicht. Du hast nämlich hier sehr, sehr viel Glück. Mit den 3 der Kelche ist eine Riesenparty angesagt. Mit den 4 der Stäben ist eine Party angesagt. Im Oktober ist vielleicht sogar die große Liebe da. Also ich finde das alles in allem sehr, sehr gut, ja. Wenn dir das Reading gefallen hat, lass mir doch bitte ein Like da und vielleicht möchtest du auch unten kommentieren, wie es dir gefallen hat und was genau du davon hältst. Und falls du abonnieren möchtest, wäre ich sehr dankbar, wenn du auch auf die kleine Glocke und auf alle klickst, weil dann kriegst du immer eine kleine Mitteilung, wenn ich ein Video hochlade. Und für mich ist das für den Algorithmus sehr, sehr brauchbar. So, dann Dankeschön fürs Zuhören, dass du da warst. Danke fürs Abonnieren und wir sehen uns bald. Tschüss!